Und dass da vorne irgendwie hier vorne an dem entsprechenden Werkzeug hier vorne, ich kann hier ja auch mal so ganz kurz meinen Stift einzeigen, dass hier vorne irgendwie ein Greifer später mal angebaut werden kann, der irgendwie mit dem Finger da irgendwas greifen kann und so weiter. Das ahne ich ja schon irgendwie, ne? Das ist ja eigentlich nur die Handfläche von dem Roboter. Und dass der jetzt hier hin und her fahren kann und rauf und runter und so weiter, das glaube ich einfach, weil auch wenn ich das Gestänge da jetzt nicht so richtig verstanden habe, dann weiß ich, dass das natürlich irgendwas da so machen kann. Weißt du, in der Richtung jedenfalls. So, und solche Zeichnungen sollst du natürlich lesen können. Darum geht das ja eben auch, weißt du? Dass du im Grunde genommen wirklich da was erkennen kannst. Und das siehst du auch schon in der ersten Aufgabe zum Beispiel. Weil ich erzähle es jetzt nur deshalb, weil es im Grunde für uns alle unglaublich schwierig ist, sich auf die Prüfung vorzubereiten, weil die Aufgaben, die drankommen, kennst du nicht. Weißt du?